Moin John, ich weiß, ich bin ein bisschen spät. Um 1 Stunde und 4 Minuten genau. Aber die Zeit wurde rumgestellt, oder? Also, so ein Mist. Und jetzt machen die sich Probleme wegen dieser Zeitumstellung. Es wird schon lange angekündigt sein, dass die entfallen soll. Aber es könnte sich irgendwie nicht entscheiden, komme nicht voran, weil jeder will es irgendwie anders machen. Jedes Land, die Griechen, beziehungsweise wahrscheinlich alle südlichen Länder. Wollen es gern behalten, dass abends halt ein bisschen länger hell ist, wegen des Tourismus. Aber ich glaube, das wird gar nicht so viel ausmachen, weil tagsüber ist es übertrieben hell sonnig. Und abends ist es dann so, da freut sich dann so auf so ein bisschen Dunkelheit. Trotzdem ist ja alles hell, richtig viel los. Man ist ja im Urlaub und so, da zählt das eh anders. Das wird, glaube ich, nichts ausmachen. Und wenn, dann würde ich. Wieso machen die jetzt einfach nicht eine halbe Stunde? Eben vor oder zurück, eben dazwischen genau. Eine halbe Stunde, goldene Mitte, fertig, ganz einfach. So fragen die mich nicht. Ah, ich weiß auch gar nichts, ne? Wahrscheinlich gibt es schon tausend Sachen, ich habe es nicht mitbekommen. So, was machen wir? Badabäh. Das wollen wir später machen. Trailer. Heute wieder einen neuen Typen aussprechen können. Wollen sollen. Ich habe mir gedacht, wer hat heute Geburtstag? Vangelis. Ja, genau der. Der Komponist, Mann, von Blade Runner Soundtrack zum Beispiel. Und wir gucken jetzt mal, was da geht. Der ist Grieche, das weiß ich wohl. Was ist denn hier los? Englisch. Nee, das wollen wir nicht, aber können wir rein? Vangelis. Vangelis. Bengale. Vangelis. Aber das ist ja falsch. Wieso findet er? Moment. Ich habe eine Idee. Die haben doch diese griechische. Die Griechen sind doch ganz crazy. Und haben doch ihr eigenes griechisches Alphabet. Ich kopiere. Ich füge ein. Da, Greek, da sind sie. Muss ich aus dem Wikipedia-Eintrag, habe es gerade kopiert. Hör mal rein. Vangelis, Vangelis, Vangelis. 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 Ha! Schon was drin. Warte, jetzt will ich den aber nochmal abchecken. Und sag euch, nämlich Oscar gewonnen für. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, weil ich den nicht kenne. Oscar gewonnen für besten Soundtrack. Ja, hier ist unser. Öffentliche Werke. Ich hab's gleich. Oscar Carrots of Fire. Genau. Hugh Hudson. Stunde des Siegers. Habe ich den nicht hier irgendwo? Ich gucke mal. Die Stunde des Siegers. Hört sich an nach einem Sportfilm an. Ist es auch. Hätte auch ein Kriegsfilm sein können. Okay, Sportfilm? Cool. Aus den 70ern? Sieht man hier auch. Und dann mit so einem elektronischen Soundtrack. Dafür ist er nämlich berühmt, wie bei Blade Runner. Der hat überhaupt den Elektro-Musik-Soundtrack auch in die Höhenproduktion gebracht. Und nicht nur ein B-Movie, Trash-Filme, Horror und sowas. Und Jolly. Geile Synthesizer-Musik. Cool. Ja, der ist heute, wie alt ist er überhaupt geworden? Muss man mal abchecken, ne? Vangelis. Vangelis. Wieso hat er eigentlich nicht den Soundtrack für den neuen Blade Runner gemacht? Der hat ja nur dann. Hat er nicht so ein bisschen Dings unterstützt hier, Ludwig Göransson, bevor er gestorben ist? Und dann haben sie es ja doch anders gemacht. Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Weiß wahrscheinlich gar keiner. Vielleicht doch. So, Vangelis ist wie alt geworden? Geburtstag. Bestimmt sehr alt. Der sieht so weißhaarig aus, ne, mein Spaß. 77. 77. 43 geboren in Griechenland auch. Also ein richtiger Grieche. Vangelis. Komm, wir hören noch einmal Vangelis. rein. Vangelis. Vangelis. Letztes Mal Paul Verhoeven. Und jetzt Vangelis. Ha, wir haben es drauf. Der hat Geburtstag. Cool. Ach ja, apropos Geburtstag, Jubiläum.
die Film fressen am Geburtstag. Cool, oder? 5 Jahre, Jubiläum. Cooles Video haben sie dazu rausgebracht. Da, ja, ich bin da auch dabei. Ganz kurz. Ganz kurz noch. Kann man sich reinziehen. Kann man sich reinziehen. Und überhaupt die Film fressen. Natürlich auch noch viele andere. Oder da mit Kuchen. Wir kaufen seit dieser Pandemie, seit einem Jahr jetzt, für unsere Nachbarin ein, für die Älteren, die sind hier alleine. Und dann backt er ab und zu so was Cooles, wie so ein Kuchen oder so. Und sagt Dankeschön, voll geil. Ich habe keine Sahne, ist jetzt ein bisschen trocken. Aber super lecker. Letterboxd. Alora. Ich habe gar nicht so viel geguckt. Und gar nichts. Ruthless People. Ich glaube, ich habe im Podcast das Schlimmer. Ich höre mir den meist an nochmal. Besonders den Podcast Quickie, weil der so kurz ist. Und dann höre ich wieder, wie ich sage. Und als ich es gesagt hatte auch, wusste ich, da ist irgendwas stimmt da nicht. Ich habe im Podcast Ruthless People gesagt. Und das heißt doch Ruthless, oder? Wie Truth Ruthless. Und dann höre ich das und dann denke ich immer so, Alter. Wie dumm bist du eigentlich? Ganz ehrlich. Denke ich hier auch ganz oft. Podcast-Quickie könnt ihr euch anhören. Morgen kommt der nächste raus, Dienstag, wie immer dienstags. Wie der Podcast-Quickie, Ralf hat im Moment viel zu tun, wenig Zeit. Aber da wird demnächst auch wieder was kommen, keine Sorge. Morgen kommt Hitcher 2, Hitcher Returns von 2003. Der kam von dem Remake noch raus. Auch mit Thomas C. Howell. Nee, C. Thomas Howell. Und danach habe ich gesehen In Fear. Das ist der einzige Film, den ich in letzter Woche gesehen habe. Echt jetzt? Doch eins habe ich noch gesehen, ja. Wie gesagt, Hitcher morgen rauskommt. Und noch ein Film, Gedanken zum Film, kommt jetzt Mittwoch raus. Ein David Fincher-Film. Aber da frage ich jetzt noch nicht welcher. Krass. Ich habe auch immer noch nicht Justice League gesehen. Ist es Justice League? Ja. Ich habe auch noch nicht die neue Serie gesehen, Winter Soldier. Winter Soldier, sag ich schon. Nee. Soll ich erzählen, was das für eine ist? Aus dem Jahr 2013 habe ich damals gesehen. Fand ich sehr cool. Und jetzt letztens habe ich so gedacht, oder ab und zu, wie hieß der Film nochmal? Was war das für ein Film? Und kam nicht drauf. Dann gebe ich den, was ich auch wirklich 2013, 2014 dann gesehen hatte. Gebe dann ein, so darum geht es nämlich, Typen, die sich in Irland im Auto verfahren. Horror. Und dann kam der direkt und den gibt es im Moment auf Prime zu sehen. Also zieht ihn euch auf Prime rein. Ist ein kleiner Film, passiert nicht viel. Ein Pärchen, beziehungsweise die haben sich gerade erst kennengelernt, hatten so ein Date und er sagt dann, müssen wir mir auf ein Konzert kommen in Irland, so ein bisschen außerhalb, so ein Wackentalmäßig. Auch wenn wir uns noch nicht so kennen und so, das wird doch interessant, bla bla, du stehst auch auf die Musik und dann fahren die los. So, da sind die echt außerhalb da in den Highlands, Lowlands, what the fucklands. Und verfahren sich dann in so einem Irrgartenartigen, das sind eigentlich so schmale Schlammwege einfach, wo man Auto lang fährt. Dann ab und zu ist mal so ein kleines Haus, aber das steht leer. Wald ist so ein bisschen, dann haben wir wieder so Land. So ganz crazy. Und die wollen eigentlich nur zum Hotel, weil die erstmal zum Hotel wollen. Und das ist einfach gruselig und cool gemacht. Und die Atmosphäre ist wieder geil. Das Wichtigste für mich im Film, gerade bei den Low-Budget-Filmen, wenn sie es hinkriegen. Die Atmosphäre ist gut. Die Schauspieler funktionieren auch. Und da passiert noch ein bisschen mehr. Aber so viel eigentlich passiert da fast nichts. Und der Horror basiert eigentlich die ganze Zeit auf dieser Atmosphäre. Ich finde den richtig cool. In Fear von Jeremy Lovering. Ich glaube, der hat nichts gemacht. Kann man noch mal gucken. Ich hatte das, glaube ich, schon nachgeguckt. Ist ihm nicht bekannt? Nee, nichts Tolles. Aber sie kennt man. Guck mal, hier hat sogar einer gesehen, der bei B-Movies. Wo ist sie denn? Alles hier. Englert. Ja, die war auch so ein bisschen überall halt, ne? Nichts Tolles, aber hier. Ganz süß. Guck den. Das war's halt schon mit Tagebuch. Mehr habe ich nicht. News. 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 Pierce Brosnan spielt Dr. Fate.
Was sonst? Die älteren Leute spielen ja immer irgendeinen Doktor. Doktor, Zauberer, Magier, so heißen die dann immer die gruselmäßigen Leute. Und der soll erscheinen im Film Black Adam. The Rock, Dwayne The Rock Johnson spielt ja Black Adam. Der macht dann so einen Bösewicht. Der Pierce Brosnan. Cool, das fehlt ihm noch. Ich finde ihn ja voll geil. Ich finde ihn voll witzig. Den Typen. Für mich immer noch der beste James Bond. Ja, wirklich. Ich bin halt damit aufgewachsen. Kam damals GoldenEye raus, so da war ich im richtigen Alter. Wann kam der denn? 95 oder 96? Weißt du, 10? Weiß ich noch ganz genau. VHS-Kassette in dem Markt da, wo wir einkaufen waren. Und dann lagen die da in einer goldenen Folie. Videokassetten, goldene Folie. Dann war da natürlich so ein Banner, wo stand, dass das GoldenEye ist. Weil das war so einfach eine goldene Folie. Man konnte das nicht erkennen. Und hat, glaube ich, 40 Mark gekostet. Alter, 40 Mark. Und das ist Mitte der 90er. Nicht gerade, wo die rauskam. Und man regt sich so auf über Preise oder jetzt auch, weil zum Beispiel Netflix dann mit dem Sharing das ändert. Das ist vielleicht nicht mehr, Entschuldigung, das nicht mehr geht. Und damals hat man für eine Videokassette 40 Mark gezahlt. Zwar hatte man die dann, aber irgendwann ist sie auch kaputt und man muss die spulen und aufpassen. Und es war halt nur ein Film. Und jetzt zahlt sie 40 Mark. Also sagen wir mal, setzen wir es mal 1 zu 1 um. Dann bist du, jetzt hast du fast ein Jahr Abo mit tausend von Filmen oder so, ne? Also. Auch wenn ich sie da nicht besitze, aber es kostet ein Blu-ray heute. 5 Euro kriegst du meistens, so wenn nicht gerade neu ist. Es ist ja, ne, irgendwie. Aber er spielt halt so einen Doktor, so ein Horror-Typ. Er war ja auch so ein bisschen Depri drauf. Also der Schauspieler bis Boston selbst. Freut mich, wenn er jetzt sowas macht. Aber wie hieß der nochmal? Wie hieß denn nochmal der Film? Jetzt fällt mir der wieder nicht ein. Ah, den fand ich richtig gut. So seiner After James Bond Zeit. Wenn ich ihn sehe, weiß ich sofort. Nicht After Sunset, auch nicht Seraphim Falls, ist auch cool. Der ist richtig witzig. Ghost Rider ist auch cool. Percy Jackson, na gut. Da spielt er mit dem anderen Typen, an den ich mich jetzt auch nicht erinnere, den Namen. Das gibt's ja nicht. Der ist richtig lustig, der Film. Da kommt so ein Auftragskiller und er ist dann so ein Auftragskiller, Mann. Moto Margaritas. Jetzt fällt er wieder ein. Toll. Jetzt gehen wir mal um. Margaritas, wenn mir dann wieder ein Name nicht anfällt von dem Komiker Heini. Da ist er, Mord und Margaritas. Genau, Greg Kinnear. Kann man den vergessen. Mit dem Schnurrbart allein schon. Ey, der ist richtig witzig, der ist richtig cool, coole Atmosphäre. Der ist super. Egal, wir spielen also dann. Spielt der Superhelden Black Adam. Kommt auch, wann soll der rauskommen? Im Juli 2022, dauert noch ein Jahr. Wird geil. Shazam 2 kommt raus. Bald. Und weil Black Adam halt auch so ein, wie man sieht, so ein Heini ist. So ein Magier, wie Shazam. Hier wie Levi. Zachary Levi. Dann soll es nämlich im zweiten Shazam auch so ein Treffen geben. Da soll nämlich Black Adam vorkommen. Und ich fand den super Shazam. Beste DC-Film mit. Der ist cool, weil der ist auch lustig, charmant. Und hat das auch, schafft so eine nette Atmosphäre, ohne so künstlich, dass wir hauen jetzt so Witz und sowas rein zu wirken. Von Sandberg, dem Schweden. Und der macht auch den zweiten, zum Glück. Der ist geil, der hat diesen Kurzfilm, YouTube-Horrorfilm gemacht, Lights Out. Und dann durfte er, wurde auch so entdeckt und hat so einen richtigen Film gemacht, Lights Out, den Kinofilm, der war auch ganz cool. Und dann Annabelle 2. Annabelle 2? Ja. Und der ist auch cool. Bisschen anders. Ja, so stark an spanischen Horror. Eine Filme. Und deren eigenen, hier, wieso sieht man Superman? Weil Superman kommt auch kurz bei, man sieht ihn nicht richtig, ne? Man deutet das nur an. Man sieht ihn halt nur bis hier. Kommt ja auch bei Shazam sogar vor. Und der ist geil. Und der hat einen Kanal, den habe ich ja schon sogar schon aufgemacht, geil. Pony Smasher. Der Regisseur. Und er erklärt dann hier so Sachen, wie er dreht dann selber Kurzfilme zwischendurch und erklärt so, wie er die gedreht hat, was er dafür nutzt, wie er schneidet. Und macht hier sogar Annabelle, genau, da sind sie hier. So ein bisschen Background-Infos und so. Und zeigt er, wie er was gedreht haben, wie es geschnitten hat. Wie er es geschnitten hat und und.
Kann man sich reinziehen. Mach mal. Unbedingt. Übrigens, dann gehen wir mal zu diesem Cinema Volante. Hier, vorbeischauen. Ne? Montags mal gucken, da sind wir gerade dabei. Dienstags Podcast oder Podcast-Quickie. Mittwochs Gedanken zum Film, den zweiten Mittwoch. Das ist jetzt wieder der. Ja, ich weiß, ein bisschen tricky. Wann ist der zweite Mittwoch? Immer der, nachdem nicht der erste Mal Mittwoch. Keine Ahnung. Ab und zu, dann zwischendurch Serien und Special, kommen dann meist statt Gedanken zum Film. Hier oben sieht man immer die aktuellsten Uploads. Hier Gedanken zum Film. Alles. Alle mal gucken. Playlist. Podcast-Playlist. Podcast-Quickie-Playlist. Special-Playlist. Und dann hier Serien-Playlist. Obwohl sich da auch so wegen Stream-Tipp von damals am Anfang so zwei Filme angeschlichen haben. Ich das noch ein bisschen geändert habe vom Style her. See. Sonst auf meiner Seite vorbeischauen. Da sind alle Filme drin. In der Tabelle. Mit Poster, mit Kurzinfos, mit den Links direkt zu den Sachen. Und nochmal darauf hinweisen: Das hier sind Videos. Die meisten denken dann, ich mache nur Podcasts, aber das hier sind Gedanken zum Film, das sind Videos. Da geht's ab. Weiter geht's. Jason Statham. Den gucken wir auch immer nach bei Vorwurf. Wrath of Man. Guy Ritchie-Film. Wie geil, Alter. Schon wieder ein Guy Ritchie-Film. Und wieder so ein Gangster-Ding. Diesmal beruht der Film aber. Oh, der kommt jetzt schon. Der kommt im Mai jetzt raus. Zack geht das. Gut, vor einem Jahr ungefähr war Gentleman. Und davor hat er schon lange nicht mehr sowas in der Richtung gemacht. Gut, Conan im Uncle. Den ich liebe. Und geil, jetzt wieder so ein Gangster-Film. Richtig geil. Und das ist aber ein Remake. Das hat er, glaube ich, noch nie gemacht. Guy Ritchie, das höchste der Töne. Ach doch, Aladdin kann man als Remake nehmen, ne? Also eine mega Auftragsarbeit. Das hier ist ja mehr so sein Ding und so. Und wieder mit Jason Statham, womit er auch seine ersten Bube Dame König Gras und Snatch gemacht hat. Ich mag ja Snatch so ein bisschen lieber als Bube Dame König Gras. Auch vielleicht, weil ich den als erstes gesehen habe damals. Auch einer meiner ersten DVDs mit, glaube ich. Ja, nicht ganz, schon später. Der kommt im Mai, habe ich gesagt. Genau, der basiert auf dem Film. Cash Truck. Der Tod fährt mit. Fährt immer mit, weil man kann ja beim Autounfall und so. Nee. Französischer Film mit Dujardin. Dujardin. Da geht es darum, die haben so eine Firma, Geldtransportfirma, und die wurden schon öfters überfallen. Und da werden fast immer oder wurden oft die Aufpasser, die Fahrer von der Sicherheitsfirma halt getötet. Und es kam jetzt schon öfters vor. Und jetzt ist ein neuer Mitarbeiter drin. Und man glaubt eh schon, da muss einer intern mit dabei sein, weil das immer klappt, so mit dem, wann, wie, wo gefahren wird und so weiter, wie man am besten drankommt und so. Und jetzt sind natürlich alle denken so, ist der der Böse oder ist es noch schlimmer? Egal, sowas halt, ne? Hört sich voll interessant an. Coole Action-Gangster-Sache. Dings, Bombs. Freue mich voll drauf. Oder? Und Jason Statham wieder sowas Richtiges, sage ich jetzt mal. Also nicht so ein Action-Vehikel, auch wenn die auch cool sind und so, ne? Aber da wieder so ein bisschen mehr Charme vielleicht rüberkommt. Ne, er hat ja mal Charme, den bringt er auch immer rüber, sonst wird er das gar nicht. Egal. Ja, da geht's. Jamie Foxx, Mike Tyson. Richtig geil. Wo kommt der eigentlich? Ist er das jetzt? 1000 Fotos, da hat Jamie Foxx hier, während er trainiert hat und so, was er schon so auf Muskeln zugelegt hat. Und wir wissen ja, Jamie Foxx war ja schon immer mega trainiert. Und hier sieht das schon heftig aus, wenn er das ist. Und er hat ja so ein bisschen, sieht auch so aus. Und wir haben zum Beispiel Baby Driver und überall hat er ja diese unterschwellige Wut, die auch Mike Tyson immer trägt. Finde ich voll geil, weil Mike Tyson richtig geil ist. Ich weiß noch, im letzten Kampf gegen, als er aus dem Gefängnis kam damals, da war ich dann erst alt genug, und dann hat er gegen Botha gekämpft, den ersten Kampf. Und im Restaurant hatten wir so einen Beamer schon, so einen ersten, so im Hinterraum. Darum, am Billardtisch. Und 5 Uhr morgens war dann der Kampf natürlich in der Zeitumstellung. Und da sind echt so ein paar Gäste gekommen nochmal, Stammis und Freunde, und sind nachts dann morgens da, die es geschafft haben. Und da sitzt du da echt so. Schlimmer als bei den Oscars. Da ist es wenigstens so, du kommst so rein und machst die Nacht durch. Da wirst du irgendwann müde, aber wenigstens hast du noch was. Aber wenn du so gerade aufstehst und jetzt muss ich da so, yeah, boxen, ist schon hart. Und dann alle so, das aber läuft runter, egal.
Und der hat ihn ja dann fertig gemacht. Und Botha, da hast du ja auch gedacht, so ist das überhaupt ein Boxer, so wie der aussah vom Körper und so. Das war das Südafrikaner, ne? Freue mich voll drauf. Weil es gibt ja so eine Biografie schon von Mike Tyson. So eine ältere auch, Juge und so. Aber das ist halt so ein Fernsehfilm gewesen, wie es damals ist, ne? Freue ich mich richtig drauf. Mit Jamie Foxx. Na, will er einen Oscar kriegen? Will er einen Oscar kriegen? Godzilla vs. Kong ist rausgekommen. Das Wochenende. Nicht in Deutschland. Und hat einen Rekord in dieser Pandemiezeit und so. Hat es echt geschafft. Sie haben echt getraut, den in Kino zu zeigen. 122 Millionen an einem Wochenende. Natürlich 70 Millionen davon in China. Da ist ja eh, da pocht man eh immer drauf, dass da viel Kohle gibt. Und sind immer viele Menschen. Und da läuft es im Moment auch immer noch pandemiemäßig alles im Griff irgendwie. Haben ihre Kinos auf. Und ach, bei Trailern esse ich lieber weiter Kuchen, oder? Sonst schmatze ich hier rum. Trinke lieber meine Espresso. Wie fand ich das Intro eigentlich? Ja, das ist noch so ein bisschen, ne? Aber das haben wir mal schnell so hingeklatscht und komm, ne? Ey, komm. Cool. Und in Deutschland entscheiden sich zum Glück immer noch dagegen, den nur auf Sky zu zeigen oder direkt und wollen noch im Kino präsentieren. Gerade jetzt auch nach diesem geilen 122 Millionen Einnahmen, dass er diese Hoffnung hat. Und den muss man ja auch im Kino sehen. Ganz ehrlich, es gibt keinen Film mehr wahrscheinlich mehr mit diesen riesen Monstern in dieser Höhe und Bam und Sound und vibrieren im Kino durch den Sound und alles. Und hier schon, ne? Ich freue mich drauf. Ich bin ja immer noch für Kong, ne? Wahrscheinlich, weil ich irgendwie für den Schwächeren bin. Oder weil alle für Godzilla sind. Herr Kong immer so ein bisschen mehr Charme. Mich hat es auch ein bisschen genervt, wenn er mit diesem Mädchen angebandelt hat. So, Leute, jetzt geht's weiter, komm. Komm. Kong. Aber cool. Dass er es geschafft hat, geil. Ehrlich. Wie ist es bei euch? Oder wollt ihr ihn lieber direkt auf Sky sehen? Klar will ich den so schnell wie möglich sehen, aber ey Leute, im Kino. Zatanna. Wird jetzt auch verfilmt. DC Comic-Heldin? Kannte ich gar nicht. Und so eine Magierin, Zauberin, die so geschichtlich, kann die halt zaubern, ist auch wirklich so eine Magierin, einfach so eine Bühnenmagierin, das macht sie auch dann. Also ist sie quasi inkognito dasselbe wie nur wie als Heldin, nur in extremer. Hat mit John Constantine angebandelt, da gab es ein Crossover mit dem Comic. Mit dem Typen hier, den Keanu Reeves in dem Film zum Beispiel spielt, wo es auch eine Serie von gab, die eingestellt wurde, hat diesen Dämonenjäger, kann man sich cool vorstellen, war auf der Schule mit Batman, mit Bruce Wayne, also die war, es hat überall so ein bisschen. Und ich muss sagen, die hat großen Zylinder. Das ist ein Argument. Also, kommt cool, ist bestimmt interessant. Aber die Frage ist ja, nein. Sagt nichts. Was wollte ich denn gucken? Zatanna? Ich glaube, da wissen die schon, wer die spielen soll. Ich hatte auch schon an den Kopf. Ist sie das auch? Daddario soll die spielen. Alexander Daddario. Da haben wir natürlich schon wieder. Warte, gleich kommt's. Also, ich würde sagen. Jetzt zeigen sich ja nicht die Argumente, die sie auch hat. Die passen mit dem Argument der Comicfigur. Aber ich finde die ja ein bisschen gruselig mit den Augen und so, ne? Das ist eigentlich nicht so mein Typ, ne? Aber die halt, ja, könnte ja passen, auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Gehört auch zu, fummelt auch bei der Justice League mit und sowas. Also im Comic jedenfalls. Why not? Wie findet ihr das? Ja, heutzutage, ne? Früher. Jetzt gibt es ja immer diese ganzen Fan-Poster und durchs Internet kommen immer dran und Grafikdesign ist immer leichter, alle fummeln, machen. Und irgendwie ist es geil, ne? Aber so schon fast überladen immer. Früher hat man sich nur gefreut, wenn man was gesehen hat oder, ja, genau, Brad Pitt als Superman oder keine Ahnung. Oder was war Brad Pitt immer angedacht? Als Thor damals, genau. Tom Cruise, Iron Man und so, diese anderen Sachen. Denkst du, oh, ein cooles Bild. Aber jetzt ist es echt viel geworden, ja. Das war schon an News. Newsy News? Trailer Time. Ach, ich. Warte mal, ich habe noch nicht den Trailer gesehen, der ist rausgekommen. Extra. Oh, jetzt mache ich so, als wäre ich so ein mega Dings hier, Reaction-Scheiß. Aber ich habe mich gerade wirklich.
Egal, Stowaway, erster Trailer. Sollen wir reingucken? Das ist der Film von Joe Pena, wo ich schon 10-mal erzählt habe, dass der die Kopfhörer bei dem Filmset, genau, also genau die, jetzt nicht nur die Marke und das Ding, sondern dass die der Regisseur haben wollte und dass ich die geliehen habe, weil er in Deutschland gedreht wurde, bla bla bla. Bestimmt kommen die gar nicht in dem Film vor. Oder sind vielleicht hinten irgendwo im Hintergrund hängen die irgendwo. Egal, ist doch egal. Mal gucken, vielleicht sind sie schon im Trailer zu sehen. Jetzt bin ich nervös. Gucken wir rein, wir gucken rein. Ich habe es ausgemacht, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wie wieder nicht verfügbar. Warte, wird dann auch mein. Wird das dann auch bei mir geclaimed dann? Wenn ich den jetzt irgendwo anders raussuche, wenn das schon nicht bei YouTube gezeigt wird? Ist das eine philosophische Frage des Todes? Ich gucke einmal, oder? Stowaway Trailer in der Kendrick. Erstmal Werbung, lass jetzt mal durchlaufen. Werbung, Werbung. Oh, so. Ende Werbung. Oh, ja, hier funktioniert er. Netflix, wenn Amerika kommt, er auf Netflix raus. Hier soll er im Kino erscheinen in Deutschland noch. Dann Sound is on. Ihr seid bereit. Mach mal größer. I'm Zoe, I'm a doctor. I want you to focus on slowing down your breathing. In through your nose, out through your mouth. Hi, Michael. I'm Miranda Bunnett, the commander of the ship. Do you remember what happened on the pad? I'm a launch support engineer, ma'am. How long was I out? We took off about 12 hours ago. 12 hours? I need to get back to my sister, please. My sister, she's alone. Please, I gotta get back. We're not going back. What do you mean we're not going back? This is a two-year mission. 2 years is a long time to be away, but this is the opportunity of a lifetime. I can learn fast. Ready? Yeah, I'm ready. We are taking the first steps to being able to call Mars a second home. We're sorry that you missed the filet mignon, but this is the next best thing. We think it's spaghetti. I should warn you now that Zoe thinks she's the in-flight entertainment. There's no easy way to say this. Life support is damaged permanently. We only have enough oxygen board for three people. Everyone on board will suffocate before we ever make it to Mars. Hey, Ava, I gotta face the fact that I'm not gonna be there with you. This research is years of our lives. Are we sure we want to throw it all away? How much time do we have before it's too late? 20 days. I think we should put ourselves at risk. For their sanity, they need to try this. This is hopeless. That is it. There's no way for all of us to survive. It's imperative that we try. Okay. Ist auch ganz cool, oder? Du investierst in Immobilien. Das Ding ist, ich habe meine Kopfhörer nicht gesehen. Aber wo sollen die da auch sein? Du, ich kann mir vorstellen, dass einer so ein bisschen oldschool ist. Irgendwie modern, aber so ein bisschen oldschool mit dem Leder und so. Und dann so ein Kopfhörer dabei hat, weißt du, der so Musikhörer und der sitzt dann da irgendwann. Kann es sein, dass es vorkommt. Und geht darum, die wollen zum Mars fliegen. Und dann hat sich da einer versteckt. So ein schwarzer Passagier an Bord. Schwarzer Passagier an Bord. Und Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Kim hier aus Lost und so. Schon ein paar am Start. Und es wurde alles hier in Babelsberg gedreht. Und in München, Köln auch, glaube ich, ne? Sind ja alles halt, ne? Ist ja alles Studio und so, ne? Sah ganz cool aus. Und ist eher so weniger, also sie haben es so ein bisschen versucht auf Action zu machen natürlich, aber es ist weniger Action. Wer die Filme von Peña kennt hier, Arctic und so, schon geil. Weil der macht, der, wenn
besinnt sich schon stark auf die Figuren. Und das ist hier hoffentlich auch die Stärke dann in diesem Spektakel. Und wie Sie sehen, haben wir nicht genug Sauerstoff für so viele Personen bis dahin, weil da was kaputt geht. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur geguckt, ob meine Kopfhörer. cool. Aber welchen Trailer ich noch nicht gesehen habe, extra aufgehoben habe, ist. Kann man hier nicht suchen? Und ich habe es vergessen jetzt. Was war das nochmal? Irgendwas Actionmäßiges. Ah ja! James Gunn's, ja, bla bla bla. Wie heißt die nochmal? James Gunn's, ist das hier nicht drin einfach? Suicide Squad! Oh mein Gott, da steht's ja ganz oben. Und ich dachte die ganze Zeit, wieso haben die so einen Trailer da? Oh, das ist ja, weil der genauso heißt wie der erste Mal. Oder der Vorgänger. Der nicht mehr zählt oder so. Ab die Post. Und Action. Ist eigentlich, wenn ich das jetzt hier voll mache, ist ja voll meine Sache. Aber besser, wenn ich das. You gotta be kidding me. You're gonna risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester. It's coming from a guy that wears a toilet seat on his head. We don't leave one of our own behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire up. 3, 2. What are you guys doing? What? You, we're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Okay, das ist schon diese Kleinigkeit, ne? Dass er da so in diesem gelben, dunkelgelben Shirt ist und so, ne? Gibt ihm gleich 1000 Punkte. Im Gegensatz zu dem vorher farblosen Soldaten-Heini, der war schon besser. Schon viel besser. Sie crazy wie immer, aber auch mal anders crazy in anderen Klamotten. Harley Quinn. Bloodsport. You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. Times are hard. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Can do the job for free. So this is the famous Suicide Squad. Any questions? Hand? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Here's the deal. We fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? What the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? This is suicide. Well, that's kind of our thing. Don't you worry, eh? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh my God! We've got a freaking kaiju up in this shit! Uh-huh. The rain. It's like angels are splooching all over us. Schon geil. Schon geil. Ah, schon echt crazy brutal jetzt auch, ne? Und dumm ist nur, vorher habe ich schon bei dem Video bei Instagram irgendwo gesehen, dass da der Hai dann einen Typen auseinanderreißt und so. Gut, dass Sylvester Stallone entspricht, wussten wir doch schon immer, oder? Das ist doch schon länger bekannt gewesen, haben die auch so auf News getan. War das so? Ich glaube nicht. Geil, da freut man sich schon drauf. Der ist natürlich nicht, dass er nur crazy ist und zu crazy. Sieht schon ein bisschen so aus wie Guardians of the Galaxy auf der Erde mit Bösen, ne? Und hoffentlich sind die auch richtig böse. Das war so ein, der Fehler auch. Ach, das war einfach so platt, war das einfach der Suicide Squad, Alter. Der besser ist ja sowieso, wie jetzt auch mit dem Justice League.
Cut, den ich noch nicht gesehen habe. Ist ja klar, dass sie besser sind. So, Locked In mit unserer Tante hier. Wie heißt sie nochmal von American Pie und American Beauty? Echt hier den beiden American Films. Aber Vertigo, also Big Shot. Ja. Thames, wie wäre ausgesprochen? John Stamos, genau, Stamos. Eine Serie jetzt auch? Machen jetzt mit Mighty Ducks und Dings, machen die noch eine Serie? Komm, The Nevers, ein bisschen Horror hier. Oh. Doch kein Horror? Na, Nee. Das sah jetzt hier aber anders aus. Das sah ein bisschen gerade zu. Das war wieder hier, Oh, wie die schon guckt, ey. When a pet enters criminals break into storage facility, your young mother, okay, komm, das ist so ein Thriller. Guck mal, Thriller. Das Problem ist immer, ich höre immer wenig, weil ich die Lautsprecher so leise habe, damit das nicht doppelt ist. Verstehe ich immer schlecht. Demnächst mache ich dann immer die Kopfhörer drauf. Driving. No. What if you get into an accident or something? Well, how am I gonna learn how to drive, Mom? What are we doing here? Just stay here. I'll be right back. Oh God. I need something that's in a locker. The only thing is, I don't know which locker. What do you want me to do? Help us find the locker. We're not leaving here until we get what we want. Find my diamonds. We cut you from side to side. Stop! Who was in the bathroom? My daughter. You spoke to the cops! I want my diamonds! We got a bigger problem now. The thieves stole 1.2 million in diamonds. Are we gonna make it out of here? I'm not afraid of you. Okay, ja, wieder halt so ein Standard. Ist bestimmt ganz nett einfach, ne? Ja, hier, Digital on Demand, genau. Typischer DVD-Film, okay. Aber die machen immer diese Horrorfilme, wenn sie gerade so gut drauf sind. So kurz danach. Wie bei Orange is the New Black. Da bin ich jetzt in der letzten Staffel. Orange is the New Black bin ich in der letzten Staffel. Ach ja, irgendwie wird es dann schon traurig und so, ne? Wenn man das so länger begleitet und so, dann ist es futsch. Ist irgendwie schade. Also in, was ist das denn? In Quentin, oh, Quarantänefilm? Das brauche ich jetzt nicht. Ach, Ben Wheatley? Scheiße. Nee, gucke ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock jetzt auf ein paar Quarantäne, The Virtuoso. Professional Assistant is going Hell Wheels. Leute, ich habe Ghosts and Goblins durch. Ha, mein Bruder durchgezockt. So schwer war das. Aber jetzt sind wir gerade bei dem Second Round, weil das, wie beim alten, ist es ja auch so, dass man nochmal durchspielt, dann wird der Böse nochmal größer und anders und es ist auch alles schwieriger in der zweiten Runde. Mal gucken, ob der am Ende auch so ist. Und cooles Jump'n'Run, macht wirklich Spaß. Wirklich schwer. Und mir hat nur gefehlt die Rüstung. Man kriegt nicht diese grüne oder goldene Rüstung wie im Original damals. Und der Doppelsprung fehlt mir. Dieses Double Jump Ding. Das fehlt mir noch. Und ist gut. Apropos, wie ist es denn, wenn ich mal Let's Play mache? Dann so abends. Auch einmal die Woche oder so unregelmäßig. Aber zu Spielen, die auf Film basieren oder die verfilmt wurden. Sprich sowas wie, mein Lieblingsspiel, Doom 1 und 2.
So war es dann erstmal. Diese richtig Oldschool-Games. Da gibt es ja einen Film zu, habe ich ja Glück gehabt. Wäre doch eine Idee, oder? Dann nebenbei. Dann bin ich nicht so alleine. Oh, eigentlich bin ich ja alleine. Ich rede jetzt auch mit mir selbst. Das ist echt wie so eine Therapiestunde Deluxe. So, was kann man denn noch sehen hier? Dann gucken wir mal da. The Virtuoso. Oh, das sieht jetzt aber dann billig aus. Mit Anthony Hopkins. Nein, das ist Kacke. Das sehe ich jetzt schon. Hier sieht noch einen coolen Trailer. We broke up. Irgendwas Cooles? Made for Love. Selma wäre schon gecheckt. Haben wir eigentlich alles gecheckt. Eine Scheiße. Die haben wir ja alle gesehen. Komm, wir haben doch gesagt, wir wollten mal ganz weit zurück, um zu checken. Cosmic Sin. Hab ich den schon gesehen? Mit Bruce Willis, das muss ein guter Film sein. Good evening, General. Oh, wait. You're just a civilian now. Mr. James Ford. General Ryle is requesting your inimitable counsel. No. He's offered to reinstate you. From the top. 4 hours ago, the crew of the Vander made first contact. Stay there. They believe we're hostile. In the event of first contact, humanity must strike first. To ensure the continued survival of our species. Operation Cosmic Sin is now a go. That there is a space gate. They can bring their army here. What's the status of the cube bomb? If we want to launch the cube bomb, we need to get into orbit. Suits up. That's something, huh? We didn't know whether to burn it or put it in a museum. I'm sure they said the same thing about me. That door open, we're gonna charge in. We can make this the kill box. We're not gonna wait for them to bring the fight to us. We're gonna take it to them. What we do here is easy. The hard part is living with it. Okay, cool. Also, erst dachte ich, das wäre mehr so Ghost of Mars, im kleinen Raum, es kommen diese bösen Sci-Fi-Monster da und dann Frank Grillo ist ja richtig geiler Typ. Und dann ist es alles ein bisschen groß geworden, ne? Das finde ich jetzt nicht so gut mit den Anzügen. Auf einmal wird es so von Ghost of Mars, ist es so ein bisschen, wie heißt es nochmal? Ein bisschen auf Edge of Tomorrow. Und schade, aber sieht so ein bisschen besser produziert aus, ne? So gerade für die Sachen, die er jetzt so gemacht hat in letzter Zeit, auch Bruce Willis. Ich meine, Frank Grillo, der eigentlich so ein B-Movie-Action-Star ist, er hat jetzt mehr und bessere Produktion gemacht als Bruce Willis in letzter Zeit. Und jetzt trefft ihr aufeinander. Und ja, gut, ich hätte auch drauf kommen können, dass es nicht so ein intimes, zombieartige Alien-Monster greifen an, was ja cool war. Oder Roboter-Heinis. Am Anfang, als sie da so kamen und die abballern müssen und dann mit dem Licht in Rot und mit diesem Sci-Fi-Gedöns, so Cyberpunk-mäßig, weil das Cosmic Sin heißt. Ne? Cosmic ist ja groß und weit und alles. Cool. Was geht denn noch? Geht noch irgendwas? Ich glaube, es Ende, Game Over, ne? Game Ende. Ich kann mal gucken, was so auf Instagram geht. Können wir draufhalten? Tschakada! Was haben wir hier? Bewegt mit beiden außen. Die haben heute, ach, die haben das Labyrinth im letzten Podcast besprochen. Muss natürlich auch reinhören bei den Jungs.
4K Blu-ray Love, sowieso. Das ist ja schönes Steelbook. Stefan, der hat das schöne Steelbook. Ach, jetzt kenne ich ihn schon. Ach, hat aber Fail Podcast. Hier, mit der habe ich auch mal was gedreht. So eine, habe ich Kamera gemacht bei dem Casting-Video für sie. Die braucht eine neue Szene. Wie hieß sie nochmal? Oh, Jule, genau, Jule. Ja, sie. Die hat hier einen coolen Podcast. Geht's immer so ums Scheitern und dann kämpfen und wieder alle fertig machen. Lukas Podcast habe ich noch nicht so viel gehört, muss ich zugestehen. Ja. Was gibt's denn hier? Filmfressen. Evergreen. Genau. Witzig. Also Manu ist immer witzig und Peter sowieso. Auch sonst. Art of Horror. Manu Musik. Wenn du glaubst, dass sind Leute noch Corona. Witzig. Ach man, mit seinem Kaffeetassen-Dings morgens, ne? Ey, wenn das nicht passiert morgens, dann fehlt einem das. Wenn er morgens diese Dinge bracht und so, ne? Bringt. Mit der Tasse. Nicht gut. Wir quatschen über Filme, auch geiler Podcast. Hakan und Stefan wollte ich jetzt sagen. Ach witzig, jetzt kommen jetzt drauf, dass Hakan und Stefan. Hakan und Michael. Filmquiz, wenn er. Okay, Blue Love ist am Start. Moment mal, jetzt wo ich gerade gesagt hatte. Bewegt man aus, er macht ja immer die Geburtstage der Guess. Was ist denn die Story hier? Hab ich die schon gesehen gehabt? Ah, das sind so in deren Blabla Filme, die sie besprochen haben. Und man sieht das Voting. Das Ding, warte mal, was? 5% sagen doof? Ist ihr Geburtstage. Hier unser Deadpool-Böse. Ach, Christopher Lambert, sag ich jetzt mal. Lambert? Werden wir demnächst mal Vorwurf checken. Ach, guck. 82, Alter. Hä? Vangelis. Nee, wie haben die denn noch ausgesprochen? Shit, ich hab's schon wieder vergessen. Vorwurf. Vangelis, glaube ich, ne? Vangelis? Vangelis. Ja, Vangelis. 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 Guess, wenn du das guckst. Du hast den Komponisten nicht? Was ist da los, Mann? Was ist da los? Ja, aber ein Fehler machen. So, dann sage ich jetzt, glaube ich, ciao, ciao. Ich gehe jetzt in den Bau. Das reimt sich vielleicht. Ich kann nicht räumen. Okay, dann sage ich mal.